Können wir anfangen? Ja, super. Dann ich würde jetzt anfangen. Zuerst möchte ich mich vorstellen. Hören Sie mich ganz gut? Ja. Hören Sie mich? Okay. Okay, super. So, zuerst möchte ich mich vorstellen. Ich heiße Boglárka Farkas und ich arbeite hier im Anatomischen Institut als außerordentliche Professorin seit Jahren. Aber etwas früher habe ich auch an der orthopädischen Klinik der Universität Pécs gearbeitet. Wahrscheinlich deshalb landete das heutige Thema bei mir. Und was wäre die Thema der heutigen Vorlesung? Wo ist was wäre das Thema der Vorlesung? Ja, wollte ich hier auf sein. Geht das? Ist das jetzt sichtbar, die erste Folie? Ein PPT-File mit der ersten Folie? Okay, super. So, das Thema der heutigen Vorlesung wäre Gelenke der unteren Extremität zusammen mit den Fußgewölbe. Aber heute möchte ich nur die wichtigsten anatomischen Elementen betonen und die klinische Bedeutung der unterschiedlichen Gelenken an einigen Beispielen demonstrieren. So, wir haben so viele Gelenken an der unteren Extremität und wir haben so kurze Zeit dafür. Deshalb betone ich immer die wichtigsten Punkte. Dann fangen wir mit der ersten Folie, mit der zweiten Folie an. Ist das jetzt sichtbar, die kinetische Kette mit einem Skelett? Läuft das? Sichtbar. Okay. Na okay, so die kinetische Kette, darüber wollte ich einige Sachen sagen. Kinetische Kette, das Konzept, wenn wir das menschliche Skelett beobachten, können wir entdecken, dass alle Gelenke gleichzeitig wie eine Kette zusammenwirken. Das bedeutet, hier sieht man den ersten Abschnitt der der Halswirbelzone der ganzen Wirbelsäule. Die Halswirbeln wirken direkt auf den zweiten Abschnitt der Wirbelsäule, auf den thorakalen Abschnitt. Dann die thorakalen Wirbeln wirken auf den lumbalen Abschnitt der Wirbelsäule und so weiter. Die lumbalen Wirbeln wirken auf das Hüftgelenk auf das Kniegelenk und so weiter. Also alle diese Gelenke spielen zusammen und sie sind eigentlich verbunden miteinander wie eine Kette. Und das Konzept, das kinetische Kette, dieses Konzept wurde erstmal in 1945 durch Arthur Steindler angeführt und er übertrug das Konzept, das ursprünglich für den Maschinenbau entwickelte Konzept auf die menschliche Anatomie. Auf der rechten Seite sehen wir diese Kettenglieder, die miteinander in Verbindung stehen. Die Kettenglieder stellen jetzt die unterschiedlichen Knochen dar. Bei den Treffpunkten können wir uns die unterschiedlichen Gelenke vorstellen. Diese Gelenke verbinden die Knochenanteile miteinander und die Muskeln überbrücken diese Gelenke und wirken direkt auf die Knochen. Das ist eine kinetische Kette. Das bedeutet, in dem ZNS, das ZNS steht immer in dem Mittelpunkt, das zentrale Nervensystem sendet eine motorische Information und diese motorische Information wird weitergeleitet durch die Nerven und die Muskeln übertragen diesen motorischen Informationen direkt auf die Knochen. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir denken an die normalen Motorik. Eine der wichtigsten Voraussetzungen der normalen Motorik ist die Gesundheit der entsprechenden Gelenken. Nehmen wir zuerst das Hüftgelenk. Das Hüftgelenk von oben nach unten. Dieses Gelenk ist wahrscheinlich schon bekannt für Sie. Und in dieser Woche sprechen wir darüber mehr in dem Sezio-Saal, Hüftgelenk oder Articulatio coxae mit einem lateinischen Wort. Und dieses Bild, das ist nur eine schematische Darstellung hier auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Dieses Bild kommt oder stammt von dem Schattauer Yokochi Atlas. So, woraus besteht das Hüftgelenk?
der Femurkopf bildet den, den Gelenkkopf, dann kommt der Gelenkspalt mit hier einem Knorpelüberzug und die Gelenkpfanne wäre die Acetabulumzone des Beckens. Articulatio cotylica oder Nussgelenk ist eine Form des Kugelgelenks. So, Hüftgelenk ist ein dreiachsiges Gelenk, ein Kugelgelenk, aber Articulatio cotylica bedeutet Nussgelenk und Hüftgelenk ist ein Nussgelenk, der Nussgelenk ist eine Sonderform des Kugelgelenks, bei dem der Gelenkkopf über seinen Äquator in der Gelenkpfanne umgeschlossen ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Bei einem Nussgelenk werden die oder sind die Bewegungsmöglichkeiten etwas früher eingeschränkt, wie bei einem weniger stark eingefassten Kugelgelenk. Und das ist wichtig hier, wenn wir wissen, die Gelenkpfanne, das Acetabulum ist relativ tief. Und hier auf diesem Bild sieht man den Trochanter major, Femur, das proximale Ende ist geschlossen in der Kapsel. Hier sieht man auch die Spina, Spina iliaca anterior, superior, Tuberculum pubicum und dazwischen spannt sich das Leistenbandligamentum inguinale. Hier sieht man auch die unterschiedlichen weiteren Abschnitte des Beckens, des os coxae, zum Beispiel Ramus inferior ossis pubis oder Ramus ossis ischii zusammen mit dem Tuberculum ischiadicum oder Tuber ischiadicum. Hier der Femurkopf ist absolut verschwindet. Hinter der Gelenkkapsel liegt direkt in der Gelenkpfanne eingebettet. Das ist nur die vordere Oberfläche der Gelenkkapsel. Oder wenn wir weitergehen, ein weiteres Bild aus demselben Atlas. Hier sieht man die Gelenkpfanne etwas besser. Die Gelenkpfanne hat eine Facies lunata, eine C-förmige Gelenkoberfläche. Diese Gelenkoberfläche wird mit Hyalinknorpel überzogen. In der Mitte bleibt nur diese Zone, wo wir nur Fettgewebe finden können, zusammen mit einem Band. Über dieses Band wollte ich noch oder möchte ich noch einige Sachen noch sagen. Hier ist der Femurkopf. Auch schön und eher wegen der Hyalinknorpelschicht und direkt in der Mitte läuft das Band weiter, das Ligamentum capitis femoris. So sieht die Gelenkpfanne zusammen mit dem Gelenkkopf aus. Das ist eine normale oder diese sind die normale Abschnitte des ganzen Hüftgelenks. Aber was passiert, wenn diese Elemente oder diese Komponenten pathologisch betroffen sind? Dann wir können solche Fläche sehen. Wo ist ein solches Bild? Im Voraus wollte ich auch zeigen. Das ist eine schöne Oberfläche, hier den Knorpel, Oberfläche des Femurkopfes und dann, darunter kommt ein erodierter, schon degenerierter Gelenkoberfläche aus einem weiteren Femurkopf. So sieht es aus, wenn etwas passiert mit dem Gelenkkopf. Das ist ein arthrotischer Vorgang. Etwas später werde ich darüber noch einige Worte sagen. Und zurück zur Anatomie ein bisschen. Welche sind die wichtigsten Ligamenten des Hüftgelenks? Einmal hier von seitlich können wir die drei wichtigen Ligamenten gut beobachten. Ligamentum iliofemorale, Ligamentum pubofemorale und Ligamentum ischiofemorale. Alle diese Bänder verstärken die Gelenkkapsel und sie verlaufen schraubenförmig so. Stark vereinfacht, das bedeutet, diese Bänder verlaufen von oben, hinten nach vorne und unten wie eine Schraube. Und Ligamentum iliofemorale ist besonders wichtig, das ist ein der wichtigsten und ein der stärksten Bänder des menschlichen Körpers. Ligamentum iliofemorale, besonders stark. Hier zieht von dem Os ili bis zu dem Femurhals. Und alle diese Bänder verlaufen schraubenförmig. Einige Faserzüge sind schon abgespaltet. Diese Faserzüge bilden dann einen geschlossenen Ring. Und dieser Ring heißt Zona orbicularis. Diese Zona orbicularis, dieser Faserzug ist nicht dargestellt auf diesem Bild. Zona orbicularis umschließt eigentlich den Schenkelhals und einige abgespaltete Faserzüge bilden die Zona orbicularis. Ligamentum transversum acetabuli, auch ein weiteres Band, Ligamentum transversum acetabuli, schließt hier die Inzisura acetabuli. Wenn wir
können wir hier auch sehen. Ja, hier ist die Incisura acetabuli, ein Einschnitt direkt beim Acetabulum-Bereich. Und diesen Einschnitt wird geschlossen durch das Bandligamentum transversum acetabuli. Die Innenfläche des Bandes wird mit Hyalinknorpel überzogen. Und das ist wichtig, wenn wir wissen, dieses Band vertieft und ergänzt die Gelenkpfanne, ergänzt die Gelenkoberfläche der Facies lunata. Also alle diese Strukturen sind mit Knorpel bedeckt, entweder mit Hyalinknorpel oder mit Faserknorpel. Das ist hier die Gelenkpfanne für das ganze Hüftgelenks. Und hier gibt es noch ein Band, Ligamentum capitis femoris. Ligamentum capitis femoris hat dagegen keine mechanischen Rolle. Dieses Band führt nur ein Gefäß. Und dieses Gefäß, was hier läuft, ernährt und versorgt den proximalen Anteil des Femurkopfes. Das ist nur ein Frontalschnitt des Hüftgelenks. Hier ist das Pelvis, das Acetabulum eigentlich, die Gelenkpfanne. Die blaue Linie stellt hier den Hyalinknorpelüberzug dar. Hier ist der Femurkopf wieder mit dem Trochanter major, Trochanter minor ist auch gut sichtbar und den Schaftbereich. Hier oder auf der anderen Seite ähnlich. So, Ligamentum capitis femoris hat keine mechanische Rolle. In dem Ligament zieht eine wichtige Arterie, der hier läuft, und die Arterie versorgt den proximalen Abschnitt des Femurkopfes, aber nur in den ersten 2-3 Lebensjahren. Etwas später das Gefäß selbst verschwindet. Nicht verschwindet, verschlossen. Das Gefäß wird verschlossen. Und etwas später in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter kommen noch weitere Gefäße, die den ganzen Femurkopf ernähren dann. Diese Gefäße sind hier gut zu sehen auf der rechten Seite. Diese Gefäße bilden einen geschlossenen Ring um den Femurhals und diese seitlichen Gefäße ernähren dann etwas später in dem Erwachsenenalter den proximalen Anteil des Femurkopfes. Das hat eine große, wichtige klinische Bedeutung. Diese Gefäße sind die Arteria circumflexa femoris lateralis und Arteria circumflexa femoris medialis. Darüber werden wir oder werden Sie noch hören in dem Setiersaal. Beide Gefäße gehören zur Arteria profunda femoris. Und Arteria profunda femoris ist ein wichtiges Gefäß in der Umgebung des Hüftgelenks. Etwas später haben wir die Möglichkeit, um diese Gefäße etwas besser beobachten, direkt bei der Leiche, in der Regio femoris oder in der Leistenregion auch. So sieht es aus, wenn alle Elemente gesund sind, der Knochen, der Knorpeloberfläche, die Gelenkpfanne. Aber was passiert, wenn das Hüftgelenk pathologisch betroffen ist? Hier habe ich eine pathologische Situation mitgebracht, Hüftgelenksluxation. Wahrscheinlich haben Sie darüber schon gehört, über den Fachbegriff. Luxation bedeutet Verrenkung. Beim Articulatio humeri betonen wir immer die Schulterverrenkungen. Hier beim Hüftgelenk können auch Hüftgelenksluxationen auftreten. Bei den Neugeborenen, die Hüftgelenke sind noch nicht stabil, noch nicht völlig gereift. Sie sind instabil eigentlich. Und die instabile Neugeborenenhüfte oder die Instabilität der Neugeborenenhüfte führt zur Verknöcherungs- oder Ossifikationsverzögerung. Dieses Problem wird erstmal bei der Gelenkpfanne sichtbar, besonders gut sichtbar hier unten. Und dann diese Verknöcherungsverzögerung kann ganz am Ende des Vorgangs zur Hüftgelenksluxation führen. Zum Beispiel, das ist eine Röntgenaufnahme. Hier sieht man das Sacrum, die Facies pervina des Sacrum mit den unterschiedlichen Löchern. Hier vorne os pubis mit den unterschiedlichen Abschnitten. Der Femur mit dem Femurkopf auf der rechten Seite. Dieses Hüftgelenk sieht ganz normal aus. Auf der linken Seite, und das ist kein Fehler, das ist die linke Seite des Patienten, so auf der linken Seite, dieses Hüftgelenk sieht ganz abnormal, ganz pathologisch aus. Hier sehen wir bei der schematischen Darstellung die unterschiedlichen Stadien, des ganzen Vorgangs.
Zuerst sehen wir hier diese steile, diese schräg verläufende Gelenkpfanne. Die Gelenkpfanne ist nicht so schön ausgehöhlt wie normal, sondern noch steiler oder sogar gerade. Und etwas später tritt dann der Gelenkkopf aus der Gelenkpfanne heraus, meistens nach Kranial. Und dieses Stadium ist schon der Hüftgelenksluxation. Das kann ganz, ganz schmerzhaft sein. Und zusammen mit dem Schmerz kommen noch weitere Muskelfunktionsstörungen. Zwei Muskeln möchte ich hier unbedingt erwähnen, den Musculus iliopsoas und Musculus gluteus medius. Darüber werden Sie noch hören im Rahmen der Praktika in der Muskellehre etwas später. Gehen wir weiter bis zum Kniegelenk. Bis zum Kniegelenk oder Articulatio genus. Das ist auch wieder ein schönes Bild von einem Atlas. Was sieht man hier? Die druckübertragende Oberfläche des Kniegelenks. Hier muss ich oder hier möchte ich betonen, dann die druckübertragende Gelenkfläche befinden sich entweder am Femur oder an der Tibia. Fibula, hier ist der Fibula, der Wadenbein, spielt hier keine Rolle. Oder Fibulakopf ist nicht beteiligt an der Bildung des ganzen Gelenks. Das Kniegelenk oder Articulatio Gelenk ist ein zusammengesetztes Gelenk zwischen Femur, Tibia und Patella. Die Kniescheibe spielt hier auch eine große biomechanische Rolle bei der Bewegungsmöglichkeiten des ganzen Kniegelenks. So die druckübertragenden Flächen befinden sich entweder am Femur, Condylus femoris, Condylus medialis und Condylus lateralis des Femur und Condylus medialis, Condylus lateralis der Tibia. Aber der dritte Fläche, der dritte Kontakt eigentlich befindet sich hier zwischen dem Femur und der Rückfläche der Kniescheibe, das ist die Patella. Und das ist auch sehr, sehr wichtig bei der Biomechanik des Kniegelenks. Dies sind die Kontaktflächen. Die Kontaktflächen sind besonders inkongruent und diese Inkongruenz wird durch die Menisci, Meniscus medialis und Meniscus lateralis ausgeglichen. Diese Menisci können wir etwas besser beobachten auf dieser Folie. Das ist wieder das Kniegelenk von vorne betrachtet. Und das Kniegelenk ist ein bisschen gebeugt. Hier ist der Condylus lateralis des Femur, Condylus medialis des Femur und die beiden Kondylen der Tibia und hier kommen noch die Menisci. Meniscus medialis und Meniscus lateralis sind keilförmig in der Frontalebene, aber sie erscheinen ganz anders, wenn sie von oben betrachtet werden. Das weitere Bild zeigt den Meniscus von oben. So, das ist jetzt die Tibia-Oberfläche von oben gesehen. Ein guter Orientationspunkt für uns wäre dieser Knochenvorsprung. Das ist der Tuberositas tibiae, wo der Musculus quadriceps femoris angeheftet ist. Und hier sind die zwei schönen Meniscus, die faserknorpelige Zwischenscheibe. Meniscus lateralis bildet einen fast vollständigen Kreis, aber Meniscus medialis ist dagegen halbmondförmig oder C-förmig. Die vorderen Anteile des Meniscus medialis und der Meniscus medialis und lateralis sind die unterschiedlichen Hörner, Cornu anterius hier und hier und Cornu posterius die hintere Hörner, Cornu posterius des medialen Meniscus und Cornu posterius des lateralen Meniscus. Und die beiden vorderen Hörner sind miteinander in Verbindung durch ein Band, Ligamentum transversum genus, fixiert die beiden Hörner des Meniscus miteinander. Und in der Mitte sieht man noch eine wichtige und noch zwei wichtige Strukturen. Diese Strukturen sind die Binnenbänder, die Kreuzbänder des Kniegelenks. Und wenn wir entfernen diesen Meniscus von der Oberfläche der Tibia-Plateau, wir bekommen ein solches Bild, noch weitere Bilder von den Schattauer Atlanten, das ist die rechte Tibia von oben gesehen und die linke Tibia etwas vergrößert. Und was möchte ich hier zeigen? Alle diese Komponenten, alle diese knöcherne Strukturen sind wichtig, die auf der Tibia-Plateau
liegen. Das ist die Tibia Plateau, die Gesamtheit der Condylus medialis und Condylus lateralis der Tibia. Das ist jetzt der Condylus lateralis. Daneben ist die Fibulakopf, das ist der Fibulakopf und Condylus medialis. Und in der Mitte dieses Feld hat unterschiedliche Abschnitte, Areo intercondylaris anterior, Areo intercondylaris posterior sind die vorderste und die hinterste Abschnitte, wo die Kreuzbänder fixiert sind. Und diese Anheftungsstelle, diese Fixationsstelle möchte ich hier mit diesen schönen Blumen zeigen. Das ist das vordere, wo das vordere Kreuzband angeheftet ist und das hintere Kreuzband. Diese sind die Abkürzungen der Kreuzbänder Ligamentum cruciatum anterius und posterius. Die weitere markierte Zone sind für nur die Hörner des Meniscus medialis und lateralis, zum Beispiel cornu anterius. Das vordere Horn des Meniscus medialis wird hier angeheftet. Hier kommt das hintere Horn. Das hintere Horn des Meniscus lateralis, das vordere Horn des Meniscus lateralis C-förmig oder ringförmig, beiden Seiten. Und diese Stellen sind besonders wichtig für uns, für die Kreuzbänder. Die Kreuzbänder sind Binnenbänder, das bedeutet, diese Bänder verlaufen intrakapsulär, innerhalb der Kapsel. Aber wenn wir wissen, die zwei unterschiedlichen Abschnitte der Kapsel, können wir uns etwas besser orientieren, wenn wir sagen, intrakapsulär, aber extrasynovial. Was bedeutet es? Die Membrana, eigentlich die Capsula articularis, besteht aus zwei unterschiedlichen Abschnitten. Einmal die Membrana fibrosa bleibt außen und wird faserig. Und Membrana synovialis produziert die Gelenkschmiere, die Gelenkflüssigkeit. Und das ist eine schematische Darstellung direkt auf der Tibia-Plateau nochmal. Diese zwei rötliche Zonen sind die Anheftungsstelle der Kreuzbänder, die überkreuzen sich. Und wenn wir folgen den Verlauf der roten Linie, können wir etwas besser verstehen. Diese Binnenbänder liegen innerhalb der Kapsel, innerhalb der Membrana fibrosa, aber außerhalb der Membrana synovialis. So, die Membrana synovialis, diese rote Linie, stellt hier den Verlauf der Membrana synovialis dar. Die Membrana synovialis umschließt eigentlich das Ligamentum cruciatum anterius und Ligamentum cruciatum posterius auch. Und wo entspringen diese Bänder? Ligamentum cruciatum anterius entspringt am Condylus lateralis femoris bei der medialen Fläche des Condylus medialis femoris und läuft vorne bis zur Area intercondylaris anterior. Hier ist die Anheftungsstelle. Und auf der anderen Seite, Ligamentum cruciatum posterius, LCP-Band, entspringt von der lateralen Fläche des medialen Femocondylus und zieht nach schräg hinten bis zur Area intercondylaris posterius. So, beide Kreuzbänder spielen eine große Rolle in der Motorik, in der Bewegungen des Kniegelenks, aber sie verläufen intrakapsulär, aber extrasynovial. Und welche sind die weiteren Bänder, wenn wir das Kniegelenk anatomisch lernen? Die weiteren Bänder sind die Kollateralbänder. Wir kennen schon das Wort. Kollaterales Band bedeutet Seitenband. Ligamentum collaterale mediale ist fest mit dem Meniscus medialis und mit der Kapsel verwachsen. Ligamentum collaterale laterale ist dagegen ganz frei. Dieses Band hat nichts mit dem Meniscus lateralis, nichts mit der Kapsel zu tun. Das ist ganz frei. Ein Phasezug oder zwei unterschiedliche Phasezüge auf beiden Seiten des Kniegelenks, die Seitenbänder, Ligamentum collaterale mediale und laterale. Über das Ligamentum Transversum genus haben wir schon gesprochen. Dieses Band verbindet die zwei Hörner, corno anterius des Meniscus medialis und Meniscus lateralis. Und wir haben auch weitere kleinere, kürzere Bänder. Und diese Bänder sind auch Binnenbänder. Ligamentum meniscofemorale posterius und anterius. Ligamentum meniscofemorale posterius entspringen von Meniscus lateralis und sie verlaufen in Richtung
Femur, deshalb der Name Ligamentum meniscofemorale posterius und anterius, und ähnlicherweise von Meniscus medialis gehen noch weitere kürzere Bänder, Ligamentum meniscotibiale anterius und wieder posterius. Posterius ist nicht dargestellt auf diesem Bild. Diese sind die kleineren, aber wichtigen Bänder, Binnenbänder des Kniegelenks. Und was haben wir hier noch, auch wenn wir das Gelenk von außen betrachten? Ligamentum patellae, wahrscheinlich schon bekannt für Sie. Hier Ligamentum patellae ist die Endsehne des ganzen Quadrizepsmuskels, und diese Endsehne, das Ligamentum patellae selbst, wird am Tuberositas tibi angeheftet, über die Kniescheibe verläufen diese Kollagenfasern. Retinaculum patellae mediale und hier mediale und laterale gehören auch zum Bandapparat des Kniegelenks. Diese sind gespaltete Faserzüge aus der Sehne des Musculus vastus medialis und vastus lateralis. Sie verläufen beidseitig auf beiden Seiten der Kniescheibe, Retinaculumfasern, Retinaculum patellae mediale und Retinaculum patellae laterale. Und wenn wir die hintere Kapselwand sehen beim Kniegelenk, können wir noch weitere Ligamenten entdecken. So verläuft ein wichtiges Ligament so schräg, das ist hier die Tibia, daneben Wadenbein, Fibula, hier oben der Femur, aber jetzt die Rückseite des Femurs. Hier kommt ein wichtiger Muskel, Musculus semimembranosus, und einige Faserzüge spalten hier ganz einfach ab, und diese Faserzüge bilden das Ligamentum popliteum obliquum. Ligamentum popliteum obliquum, wie der Name sagt, verläuft schräg bis zur Hinterfläche des Femurs. Und dieses Band ergänzt hier hinten die hintere Kapselwand des Kniegelenkes. Ligamentum popliteum obliquum. Und ähnlicherweise, hier kommt ein weiteres Band, bogenförmig, Ligamentum popliteum arcuatum. Ligamentum popliteum arcuatum, C-förmig oder halbmondförmig, verläufen diese Kollagenfasern des Bandes. Dieses Band ergänzt auch die hintere Fläche der Gelenkkapsel. Und hier möchte ich noch einen solchen Muskel erwähnen, Musculus popliteus. Und der erste Abschnitt des Musculus popliteus spielt hier auch eine große Rolle und ergänzt die hintere Kapselwand. Etwas später, in dieser Woche oder in nächster Woche, werden Sie darüber noch lernen. Im Rahmen der Praktika, Musculus popliteus ergänzt hier die hintere Kapsel des ganzen Kniegelenks. Und das Kniegelenk ist relativ häufig gefährdet bei den Sportverletzungen. Das vordere Kreuzband rupturiert, Ruptur ist ein Riss, das vordere Kreuzband ist die LCA, Ligamentum cruciatum anterius, so das vordere Kreuzband rupturiert häufig während einer sportlichen Aktivität, insbesondere beim Skifahren oder Fußballspielen, und die akute Meniskusverletzungen, ein Meniskusriss oder Meniskusrisse, unterschiedliche Meniskusrisse, treten bei typischen Belastungssituationen auf, wenn sich der Oberschenkel bei fixiertem Unterschenkel dreht. Das ist hier die Situation auf der linken Seite, der Unterschenkel ist ganz fixiert, Oberschenkel dreht sich gleichzeitig bei der fixierten Unterschenkel. Und die Mehrheit der Sportverletzungen, Sportverletzungen ereignet sich als Form Unhappy Triad. Was bedeutet dieses Wort Unhappy Triad? Es ist eine Gesamtheit unterschiedlichen Risse, wenn nicht nur das Ligamentum cruciatum anterius, sondern das mediale Kollateralband, das Ligamentum collaterale mediale und Meniscus medialis gleichzeitig betroffen sind. Unhappy Triad. Drei unterschiedliche Strukturen gleichzeitig betroffen sind. Und der Meniskus kann auch gerissen sein, und die Meniskusverletzungen können unterschiedlich sein, aber am häufigsten sehen wir ein solches Bild. Das ist ein Meniskus, das war C-förmig oder halbmondförmig, aber nach der Sportverletzung entsteht hier ein riesiges Loch, und nach dem Riss entsteht ein
kornhenkelartiges Loch hier oder ein kornhenkelartiger Meniskus bleibt in der richtigen Position. Das ist der Korbhenkelriss. Das klassische Symptom eines solchen gerissenen Meniskus ist die Gelenkblockade oder Einklemmung. Gelenkblockade, dabei bleibt das Kniegelenk in der fixierten Position blockiert und kann weder gebeugt oder noch gestreckt werden. So, das ist eine Einklemmungssituation oder eine Gelenkblockade. Und nach einer Kniesportverletzung oder Knieverletzung ist die physikalischen ärztlichen Untersuchungen von besonderer Bedeutung. Eine der physikalischen Untersuchungen ist der vordere Schubladentest. Darüber habe ich auch ein Video mitgebracht. Der vordere Schubladentest wird zum Nachweis einer vorderen Kreuzbandruptur durchgeführt. Und so sieht das aus in der Wirklichkeit. Normalerweise der Schubladentest wird so durchgeführt, wenn es geht. Geht es für Sie auch? Ja, man sieht. Schau. Hier ist die Tibia. Femur bleibt in der Position und diese Bewegung ist ganz, ganz abnormal. Der vordere Schubladentest nach einem Riss des Ligamentum cruciatum anterius. So, wenn die Tibia noch weiter nach vorne gezogen ist, das ist ganz, ganz abnormal. Der vordere Schubladentest. Besonders wichtig bei der orthopädischen Untersuchungen, der vordere Schubladentest. Und einige Worte möchte ich auch über die Arthrose sagen. Arthrose oder Knie- oder Hüftgelenkverschleiß. Wir kennen schon wahrscheinlich das Wort selbst. Frühzeitige oder vorzeitige Knorpelabnutzung. Hier oben sehen wir die normale Gelenkoberfläche des Hüftgelenks mit dem Gelenkkopf. Diese Gelenkoberfläche wird mit Hirnknorpel überzogen. Der Hirnknorpel erscheint ganz gesund, schön, eher und spiegelnd. Und auf der linken Seite ein Kniegelenk, wo wir die unterschiedliche Condylus femoris beobachten können. Diese Gelenkoberfläche ist auch ganz gesund. Aber was passiert, wenn die Hirnknorpel Überzug abgenutzt ist? Zum Beispiel hier unten sieht man auch einen solchen Condylus mit einer Schädigung. Das ist eine Gonarthrose. Gonarthrose ist der arthrotische Vorgang des Kniegelenks und Coxarthrose ist der arthrotische Vorgang des Hüftgelenks. Hier in diesem Fall sieht man die degenerierte Knorpeloberfläche und sogar die Knochenoberfläche darunter. Hier beim Condylus femoris oder direkt am Femurkopf. So sieht es aus makroskopisch bei einem degenerierten Gelenk. Und was können hier auch passieren? Die Gelenkknorpelflocken oder Gelenkknorpelpartikeln können hier auch entstehen während des ganzen Vorgangs. Und diese Gelenkpartikeln oder Gelenkknorpelpartikeln können auch fließen in der Synovialflüssigkeit und sie verhindern die normale Gelenkbewegungen. Welche sind die Hauptbeschwerden der arthrotischen Gelenk? Die zunehmende Gelenkschmerzen und die Bewegungseinschränkungen. Deshalb müssen wir immer den normalen Bewegungsspielraum gut lernen. Deshalb lernen wir über diese Bewegungen, um die Gelenkeinschränkungen, Bewegungseinschränkungen zu beurteilen. So, das ist eine Coxarthrose, daneben eine Gonarthrose. Und Sie werden darüber etwas später hören, aber es lohnt sich, diese zwei Röntgenaufnahmen vergleichen. Hier oben wieder die gesunde Gelenke, das ist ein Hüftgelenk auf der rechten Seite und das Kniegelenk auf der linken Seite, ganz normal, schön und eher der Gelenkspalt ist genug groß hier auf beiden Seiten. Und was passiert hier unten bei den arthrotischen Gelenken? Der Gelenkspalt verschwindet praktisch. Besonders verschmälert,
Die Gelenkoberfläche ist ganz degeneriert. Stellenweise sehen wir neues Knochengewebe, frisch gebildetes Knochengewebe. Diese sind die sogenannten Osteophyten. Diese Osteophyten können die Gelenkbewegungen noch weiter verengen. Und das kann ganz, ganz schmerzhaft sein. Was können wir hier damit machen? Wenn die medikamentösen Maßnahmen erfolglos sind, kommen die operativen Eingriffe. Hier habe ich einige Bilder mitgebracht. Das ist ein arthroskopisches Bild, ein intraoperatives Bild mit einer unteren Extremität. Und hier kommen noch weitere Bilder mit dem Arthroskop. Das wäre hier die Femuroberfläche, darunter die Tibia condylus, dazwischen einer der Meniskus, entweder Meniscus medialis oder lateralis. Der Hyalinknorpelüberzug ist schon geschädigt und ein freiliegender Knorpelflocken ist ganz mobil direkt an der Oberfläche. Diese sind die wichtigsten und häufigsten Bilder bei der Gelenkspiegelung. Was passiert hier? Bei der Gelenkspiegelung wird ein Arthroskop über einen kleinen Hautschnitt in das Gelenk eingeführt und darauf befindet sich eine Kamera. Und mit dieser Kamera können wir das Gelenk ganz genau begutachten, kann das Gelenk ganz genau begutachtet werden. Und über einen zweiten Hautschnitt können noch weitere Instrumenten eingebracht werden, mit denen das ganze Gelenk gespült werden kann, die geschädigte Gelenkoberfläche wieder geglättet werden kann oder der freiliegende Knorpelflocken entfernt werden kann. So, das ist die Gelenkspiegelung. Wenn die Situation etwas schwerer ist, kommt der endoprothetische Gelenkersatz in Frage. Und das Prinzip besteht in der Wiederherstellung, bei der Wiederherstellung der normalen Hüftgeometrie mit drei künstlichen Abschnitten mit dem kugeligen Kopf, mit dem Schaft und mit dem Halsbereich zusammen mit der Pfanne. Und heutzutage stehen unterschiedliche Arten der künstlichen Implantaten zur Verfügung. Einige davon sind hier zu sehen. Zwei unterschiedliche Techniken existieren, zementierte und zementfreie Technik bei der Totalendoprotheseimplantation. Zementierte Technik verwenden wir meistens bei den älteren Patienten, dessen Knochengewebe nicht genug stark, um die Prothese zu fixieren. Und hier verwenden wir ein Knochenzement. Diesen Knochenzement Mantel ist gut sichtbar auf dieser Röntgenaufnahme um die Prothese herum. Das ist hier die Gelenkpfanne, die künstliche Gelenkpfanne, den Gelenkkopf eingebettet, den Hals und hier ist der Schaftbereich. Die zementfreie Technik wird meistens oder vor allem bei jüngeren Patienten verwendet und in diesem Fall die Gelenkoberfläche, die Oberfläche der Gelenkpfanne. Hier ist es gut sichtbar, die Oberfläche der Gelenkpfanne und die Oberfläche des Schaftbereiches ist porös. So, diese Oberflächen sind porös und die poröse Oberfläche induzieren neue Knochenbildung um die Implantate herum und neues Knochengewebe fixiert dann die Implantate in der normalen Position. Zum Beispiel. Und was passiert mit dem Kniegelenk? Absolut ähnlich. Wenn alle drei Kompartimenten arthrotisch betroffen sind, kommt totale Endoprothese. So sieht es aus. Alle künstlichen Abschnitte hier, totale Endoprothese. Wenn nur ein Kompartiment arthrotisch betroffen ist, kommt die Schlittenprothese in Frage. Schlittenprothese oder unikondyläre Prothese. Warum Schlitten? Diese Prothese erscheint wie kleine Schlitten, wenn wir betrachten die Prothese auf der Röntgenaufnahme von lateral, Schlittenprothese. Und ich habe auch ein weiteres Video mitgebracht über totalen Kniegelenkprothese. Implantation, wenn es geht, normalerweise. Ja, das ist hier wieder der Femur, Kniescheibe vorne, das ist jetzt die hintere Oberfläche, das Condylus medialis und lateralis. Der Hyalinknorpelüberzug ist schon geschädigt, medialis meniscus praktisch verschwindet. So, alle diese Gelenkoberfläche sind ganz, ganz schwer
geschädigt. Dann was passiert während der Operation? Alle diese Abschnitte sind schon entfernt. Praktisch die Mehrheit des distalen Endstücks des Femurs. Dann kommt der Bohrer und unterschiedliche Bohrlöcher verwendet man für die Fixation der Endoprothese. Geht es? Läuft das auch für Sie? Nein, nicht bei mir. Geht nicht, oder? Ich glaube, Sie müssen Ihren Bildschirm nochmal teilen. Wenn es nicht geht, okay. Dann ich schicke auch dieses Video für Sie etwas später. Ja, wahrscheinlich. Man sieht die ganze Präsentation nicht mehr. Und jetzt? Jetzt starte ich nochmal das Video. Ja, im Präsentationsmodus. Ist das jetzt? Sie müssen den Bildschirm teilen. Ja, ich habe das schon geteilt, den Bildschirm. Aber was passiert dann? Kann ich das nochmal probieren? Ja, dann ich probiere nochmal den ganzen Bildschirm. Ja, das ist das Bildschirm. Ist das jetzt sichtbar? Der Titel ist der totale Kniegelenkprothese und hier kommt das Video. Ist das jetzt sichtbar? Ja. Läuft das? Ja, super. Was passiert dann? Okay, hier ist das Video nochmal über totalen Kniegelenkprothese. Ja, das ist die Hinterfläche. Der Hyalinknorpelüberzug ist geschädigt. Lateralis Meniskus, medialer Meniskus, reaktiver. Knochenwucherungen eigentlich, die Osteophyten, die Rückseite der Kniescheibe ist auch geschädigt und alle diese Abschnitte sind entfernt während der Operation der totalen Kniegelenkprothese. Und noch weitere Bohrlöcher verwendet man für die Fixation der Prothesen, der totalen Kniegelenkprothese. Und kommen noch weitere Abschnitte unten direkt auf der Oberfläche der Tibia-Plateau und direkt bis zum Femur für Ersatz des Condylus Femur, Condylus Medialis, Condylus Lateralis, das Mittelstück, die Rückseite der Kniescheibe, Kniescheibe wird auch erfrischt und ersetzt. Und so sieht es aus und das neu gebildete Knochenmaterial fixiert die Implantate in der richtigen Position. Das ist die totale Kniegelenkprothese, eine relativ riesige Operation. Okay. Und was ist die Zukunft? Ist das jetzt sichtbar? Weitere Folien für euch? Ja, ist sichtbar. Okay. Die Zukunft wäre die maßgefertigte Knieimplantate. Das ist nur eine Internetseite, eine Software-Hauptseite. Conformis und Symbios sind einige der Kniegelenkersatzunternehmen auf dem Markt, die maßgefertigte Knieimplantate individuell für jeden Patienten entwerfen und herstellen. Und diese maßgefertigte Knieimplantate werden an die Anatomie jedes Patienten individuell anpassen, was im Vergleich zu den handelsüblichen Implantaten große Vorteile hat. Das kann die Zukunft sein für uns, maßgefertigte Knieimplantate und maßgefertigte Hüftimplantate, aber das ist schwerer. Und zum Schluss gehen wir noch kurz auf die Anatomie des Fußes rein. Ganz kurz, in dieser Woche oder nächste Woche werden Sie darüber noch hören, im Rahmen der Praktika. Und alle diese Knochen, alle diese Bänder und alle diese Gelenken werden natürlich von den unterschiedlichen Dozenten im Rahmen der Praktika noch erklärt. Aber die Aufteilung ist besonders wichtig für uns am Fuß. Und diese Aufteilung wäre, wir haben einen Fußwurzelknochen ganz hinten, Ossa tarsi, Metatarsa Knochen, Ossa metatarsi und die kleinen Glieder, Ossa digitorum pedis. Die Aufteilung ist ganz ähnlich wie die Aufteilung der Hand und die unterschiedlichen Handskelettknochen. Und hier wollte ich noch zwei wichtige Gelenke betonen. Einmal Articulatio talocruralis. Articulatio talocruralis ist das obere Sprunggelenk. Unterhalb der Tibia und Fibula
kommt der höchste Knochen, Trochlea tali eigentlich, Talus, der höchste Fußwurzelknochen, und hier entsteht ein Gelenk, Articulatio talocruralis, und die Bewegungsachse ist besonders wichtig für uns. Um diese Bewegungsachse, um diese horizontale Achse, können wir Dorsaflexion und Plantarflexion machen. Das ist ein häufiger Fehler in der Prüfungen, aber Articulatio talocruralis ist ein Gynglymus. Ist ein Gynglymus ein rein scharnier Gelenk? Und dagegen Articulatio talotarsalis, ein bisschen distal davon, Articulatio talotarsalis wäre das untere Sprunggelenk mit drei unterschiedlichen Knochen, Talus, Calcaneus und Os navicularis sind eingeschlossen hier in einem Gelenk mit unterschiedlichen Gelenkflächen. Aber das untere Sprunggelenk benutzt eine weitere Bewegungsachse. Diese Bewegungsachse wurde hier mit einer blauen Linie dargestellt. Diese schräge Achse verläuft von medial nach lateral, von unten nach oben. Und um diese Bewegungsachse können wir den ganzen Fuß supinieren oder pronieren, oder Supination, Pronation Bewegungsmöglichkeiten existieren hier. Pronation und Supination bedeutet die Hebung des medialen Fußrandes mit gleichzeitiger Senkung des lateralen und umgekehrt. Pronation ist die entgegengesetzte Bewegung. Pronation bedeutet Senkung des medialen Fußrandes mit gleichzeitiger Hebung des lateralen Fußrandes. Und bitte Vorsicht mit diesen Begriffen. Supination, Pronation, Paare sind nicht gleich wie Inversion und Eversion. Inversion und Eversion, diese zwei Bewegungen sind hier dargestellt auf diesem Bild, aber Inversion und Eversion sind komplizierte Bewegungen. Supination und Pronation ist nur ein Komponent der Bewegungsmöglichkeiten hier. So, diese sind gar nicht gleich, diese sind gar nicht synonym. Inversion und Eversion sind noch komplizierter, wo weitere Fußgelenke sich beteiligen. Und einige Worte über Fußgewölbe ganz schnell. Fußgewölbe sind relativ notwendig für uns. Warum? Sie schützen die Fußgewölbe, schützen die Gefäße und die Nerven, die die Plantar Pedis erreichen. Und die natürliche gesunde Fußgewölbe bilden oder dienen als elastische Unterstützung für den ganzen Körper und hat eine Stoßdämpferfunktion. Und mit der Hilfe der Fußgewölbe kann sich der Fuß an Unebenheiten des Untergrundes etwas besser anpassen. Welche sind die Fußgewölbe? In der Längsrichtung gibt es ein solches Gewölbe, Längswölbung, von medial etwas höher, von lateral etwas niedriger. Und ungefähr in der Mitte des Fußes, ungefähr in der Zone, wo wir die Ossa cunei formia finden, findet man auch das Querwölbung des Fußes. So in der Längsachse und in der Querachse gleichzeitig gewölbt. Und hier verläufen in diese Wölbung, in diesem Bereich, verläufen die wichtigsten Arterien, Venen, Nerven, die Gefäße, Muskeln, die die Plantar Pedis erreichen. Welche Strukturen? Und deshalb sehen wir hier den schönen Abdruck eines solchen gesunden Fußes auf dem Fußboden. Zum Beispiel Holzboden oder im nassen Sand. Drei unterschiedliche Punkte spielen hier zusammen. Normalerweise beim Stehen ist der Körperlast auf drei unterschiedlichen Punkten gehalten. Hier am Kopf des ersten Metatarsusknochens, hier am Caput Ossi Metatarsalis Quinti auf der fünften Metatarsusknochen und direkt beim Calcaneus. Normalerweise nur diese drei Punkte erreichen und berühren den Boden. So sieht es aus, wenn das Fuß gesund ist. Welche sind die passive Komponente, die Ligamente, und die aktive Komponente bei der Fußgewölben? Die Ligamenten, darüber werden Sie noch hören in der Praktika. Plantar Aponeurose, Aponeurosus plantaris, hält die Fußgewölbe zusammen mit dem Ligamentum plantare longum und Ligamentum calcaneo navicularis plantare. Und wir haben eine Möglichkeit, diese
diese Bänder ganz genau in dem Sezi-Raum zu zeigen. Es lohnt sich immer, die unterschiedlichen Präparate in die Hand zu nehmen. Die aktive Komponente sind die Muskeln, die unterschiedlichen Muskeln, die am Fuß, den Fuß erreichen, hier mit den schönen langen Sehnen. Welche sind die aktive Komponenten? Und diese Liste ist besonders wichtig für uns. Musculus tibialis anterior und tibialis posterior. Jetzt diese Namen sagen praktisch nichts für uns. Aber etwas später, gegen das Ende des ersten Semesters, wissen wir alles über diesen Muskeln. Ursprung, Ansatz, Innovation, Funktion. Jetzt müssen wir nur eine Liste machen. Auf der medialen Seite kommt Musculus tibialis anterior und Musculus tibialis posterior. Hier verläufen diese Muskeln. Tibialis anterior mit der Sehne, tibialis posterior da hinten. Beide Muskeln heben den medialen Fußrand. Und zurück zur Liste. Auf der lateralen Seite Musculus peroneus tertius und peroneus brevis wirken zusammen. Die Peronealmuskelloge befindet sich hier am Unterschenkel. Peroneus brevis findet man hier, peroneus brevis zusammen mit dem peroneus tertius. Diese beiden Muskeln heben den lateralen Fußrand. Und noch weitere Muskeln sind wichtig für Querwölbung, Musculus tibialis anterior und peroneus longus. Das ist jetzt die plantare Fläche eines Fußes. Musculus tibialis anterior läuft hier, das ist die Endsehne des Muskels. Und auf der anderen Seite kommt Musculus fibularis longus und beide Muskeln bilden einen sogenannten Steigbügel oder eine steigbügelartige Struktur, ungefähr in der Mitte des Fußes. Und das ist wichtig bei der Unterstützung der Querwölbung des Fußes. Und sonstige Muskeln können wir hier auch auflisten. Musculus flexor hallucis longus, abductor hallucis, abductor digiti minimi und weitere flexor digitorum longus Muskeln. Und solche pathologische Fehlstellungen können hier entstehen, wenn die Querwölbungen und wenn die Längswölbungen pathologisch betroffen sind, zum Beispiel Pes planus relativ häufig sichtbar oder bei den Kleinkindern Knicksenkfuß oder Pes planovagus. Im Einzelfall kann diese Deformität etwas später erhalten bleibt, hier Knicksenkfuß oder weitere Deformitäten, Spreizfuß zum Beispiel, wenn der Querwölbung besonders abgeflacht ist. In diesem Fall auf der plantaren Seite bilden sich hier die schmerzhafte Hornschwiele aus, zum Beispiel, das ist der Spreizfuß. Oder wenn wir denken an die Schuhe mit hohem Absatz, wir können noch weitere Deformitäten definieren, hier Ballenzehe oder Hallux vagus. Das ist eine Fehlstellung der Großzehe wegen des Schuhwerk oder noch weitere Deformitäten existieren bei den interphalangalen Gelenken. Diese sind die Hammerzehe, Krallenzehe oder Mallettzehe. Noch weitere Deformitäten. So, über diese Fehlstellungen, über diese Deformitäten und Erkrankungen werden Sie noch in der Rahmen der Orthopädie, in der Rahmen der Unfallchirurgie noch hören. Was ist das Ziel für uns in dem ersten Semester? In dem ersten Semester müssen Sie mit dem normalen Aufbau der Gelenken im Klaren sein. Und ich wünsche Ihnen eine gute Vorbereitung für die Prüfung. Und das ist jetzt die letzte Folie. Und entschuldigen Sie bitte für die extra Zeit, für die extra Minuten. Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mir ganz ruhig eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist auch da, wahrscheinlich schon sichtbar hier bei der letzten Folie. Und Sie können auch mich erreichen per Neptun oder hier beim Teams. Ganz ruhig, wenn Sie wollen, wenn Sie noch Fragen haben. Und das war's nur für heute. Vielen, vielen Dank. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen.